Hallihallo, hier ist wieder Kuras. Wir sind zurück in Stardew Valley. Ja, was soll ich uns noch groß dazu sagen? Ne? Auf geht's, ab geht's. So, wühlen wir mal wieder ein bisschen im Müll, laufen, dass uns keiner sieht. Und bringen den Pufferfisch. Minus 100 Energie. Wow, okay. Okay. Der ist weniger gesund. Okay, ja, den bringen wir zu Dimitrios. Der möchte anscheinend ein bisschen dran rumfuchteln. Hoffen wir mal, der isst den nicht. So. Hoffen wir mal, der ist da. Tut, tut. There you are. Species man looks perfect. I'm going to get it on ice straight away. Thanks, Corazon. Okay, der möchte es auf Eis legen. Ja, 57, immerhin. So, warte mal, kriegen wir dafür eigentlich denn? Ja, scheinbar ja. Cool. So, oh, warte mal, da ist doch was. Boop, kleben, was auch sonst. Wir haben noch was, was wir verkaufen können. Auf der Farm haben wir ja soweit alles erledigt. Dann können wir vielleicht noch ein paar Staubis auch noch jagen. Hinweis an mich selbst, solltest du Staubis jagen, achte verdammt nochmal auf die Uhrzeit. Okay, sehr gut. Sehr schön. Nicht dein Schwert verkaufen, nicht dein Schwert verkaufen. Gut gemacht. Ja, ich bin heute ein bisschen, ups, Entschuldigung, bin heute ein bisschen selbstkritisch mit mir. Ich mache jetzt seit hier in dem Spiel zu viel Unsinn. So könnte man es, glaube ich, am harmlosesten bezeichnen. Hallo Staubis, wo seid ihr? Scheinbar nicht hier, alles klar. Wer nicht will, der hört schon, sagt mir so schön. Ja, dürfen wir weniger als 100 inzwischen schon benötigen. Das sollten wir eigentlich in den nächsten Folgen schaffen. Wir sind immerhin immer schöne Rudeltiere, was man immer mehr als einen hat. Und den Slam haben wir von übersehen, glaube ich. Ja. Na, jetzt mal zum Slam hingehen, bevor wir schlagen. So, noch mehr Slime. Ich will gar keine Slimes, ich will Staubis. Boah, noch mehr Slimes, alles klar. Fledermaus, ja, Fledermäuse, verdammt nochmal, ich will Slimes. Nein, okay, Slimes auch im Endeffekt, aber in erster Linie gerade Staubis. Okay, ist. Heute ist die Jagd anscheinend nicht so von Erfolg gekrönt. Staubi, yay, mindestens einer. Ah, da oben sehe ich noch ein. Oh, dass ich jetzt drei. Vier. Lohnt sich doch langsam hier. Sehr schön. Weil diese nervigen Fledermäuse. Die müssten noch langsam kapiert haben, dass sie gegen mich nicht wirklich eine Chance haben. Aber ich versuche es immer und immer wieder. Das war wie früher ich in Mathe. Ich wusste, ich habe keine Chance gegen Mathe, aber ich habe es immer wieder versucht. Mehr scheint sie nicht zu geben. Okay. Nee, ich und Mathe waren noch nie so die besten Freunde, glaube ich. Aber ich glaube, da bin ich echt nicht der Einzige, wenn man mal so guckt im Internet.
Ist ja so eine allgemein verbreitete Meinung, dass Mathe das Böse auf Ehren ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Mathe ist echt praktisch, ist nützlich und wichtig. Um Gottes Willen, das würde ich echt nie behaupten, aber bei den meisten mathematischen Dingen bin ich einfach nicht. Okay, kleiner Hänger. Bin ich einfach nicht hintergestiegen. Er hat ja zeitweise technische Informatik studiert. Ist unnötig, wie ich dazu kam. Ist aber so gewesen. logisch, da hast du auch mathematische Fächer, sag ich mal. Und das war echt, da saß ich drinne. Was? Einfach nur, was? Während ich in den IT-Fächern drinne saß und mir dachte, oh, das behandelt ihr erst. Naja, ich komme dann in den nächsten drei Vorlesungen mal nicht her. Weil das waren einfach Stoffe, die hatte ich immer schon in der Ausbildung oder sogar während des Abiturs. Und ja, das musste ich mir nicht nochmal geben. In den Prüfungen habe ich ja dann auch ganz gut abgeschnitten. Also da war der Professor auch dann so, boah, doch wurscht, dass er nicht da war. Hat aber auch zu, ich habe es zu ihm ja auch gemeint, dass ich da, dass es für mich zum siebten Mal oder so dieses Thema ist. Das war halt binäre Zahlen. Die hatte ich im Abitur, die hatte ich in der Ausbildung, die hatte ich so schon genauso um, wenn, also ich werde nicht nur binäre Zahlen, sondern glaube ich allgemein Zahlensysteme. Auch Hexadezimal und sowas. Das hatte ich schon zuhauf und der Prof ist auch gemeint, bevor ich mich langweile oder den Unterricht sogar störe oder sowas, soll ich lieber zu Hause bleiben. Für ein anderes Fach lernen und ja. Solange ich dann bei der Prüfung dementsprechend dann noch abschneide, wie ich halt drüber rede, ne? Und das war ja auch so, das war kein Problem, aber seine Aussage, dann bereite dich mehr auf ein anderes Fach vor, wo du nicht so leistungsstark bist, das habe ich dann nicht gemacht. War der Fehler, hätte ich Mathe machen sollen. Aber ja, was ist das denn für ein Slime? Alter, der hält auch was aus. Das sah irgendwie farblos und komisch aus, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht beschreiben. Aber na gut. Wir wissen ja, dass es hier allerhand seltsame Slimes gibt. Ein Ring. Ach, der Glow Ring. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, ich achte auf die Uhr. Es ist schon 10 Uhr. Wir machen jetzt noch die Etage schnell ein bisschen. Aber jetzt ist natürlich so eine dumme Etage. Perfekt. So muss das sein. Schon wieder gleich 12 Uhr, verdammt. Da hinten waren aber noch Staubis. Ich will nicht ohne die Staubis gehen. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Ja, der Geist mir weiterhin folgt wahrscheinlich hier. Warum ist mal schnell. Sag mal. Jetzt will meine Spitzhacke aus hier. Alles immer ausgewählt. Nur nicht das, was ich brauche. Och, Leute, das ist jetzt nicht mehr ernst hier. Jetzt kommt sonst was von uns von hinten und oben, unten, links und rechts. Und zack, ist es wieder 12 Uhr. Mahan. It's getting late. Ja, Mensch. Ich hab's verstanden. Naja, gut. Boah, jede Menge Staubis. Jede Menge Staubis. Wenigstens in der Hinsicht hat es sich dann gelohnt. Jetzt muss ich hier nur irgendwie noch rauskommen. So, aber möglichst schnell, bitte. Sehr schön. Leave the mine. Lol, der läuft immer so seitlich. Mensch, das ist schon der 27. Tag. Das Sommer ist, also ist echt gleich vorbei. Heide Witzke. Nee, wir gehen jetzt schnell ins Bett. Ja, 1 Uhr, ich weiß. Ich renne ja schon. So. Gute Nacht, Leute, gute Nacht. Ja, wieder ein bisschen was verkauft. Boah, dass der Slime so viel bringt, ey. Ja, 1750, der blaue, alter Schwede. Das hat sich doch gelohnt. Tag 27 des Sommers, im Jahr 2. So, raus aus den Federn.
Heute ist anscheinend kein Ringtag. Ebenfalls kein Ring. Okay, im Fernseher läuft nichts. Die nehmen wir noch mit. Warte mal. Vorher laden wir immer die Sachen rein, bevor wir es rausholen, würde ich sagen. So, ne, die verkaufen wir ja mal. Jo. Aber wir lassen verkaufen. Also Batterienprobleme werden wir so schnell, glaube ich, nicht bekommen. 25 Sprinkler. Wenn wir das hinbekommen. Den anderen Rohstoffen auch, wäre cool. So, Kaffee, glaube ich, konnte ich nicht einlegen, nee. Achso, ist wirklich eingelegte Hopfen. Naja, wie auch mal das schmecken soll im Endeffekt. Was lege ich denn jetzt ein? Nochmal Hopfen, haben wir hier noch ein bisschen was. Na, genau. Nein, nicht essen. Bringt sogar positive Werte, okay. Kann man Hopfen pur essen? Also, was heißt pur? Halt nicht verarbeitet als... ja, als irgendwas. Ist ja wurscht. Also als Bier oder weiß ich was. Kann man Hopfen so irgendwie zu sich nehmen? Oh, es gibt doch nochmal Blueberries. Oh, das ist nice. Oh, sogar die antike Frucht ist nochmal fertig, glaube ich. Das ist ja nice, dass die nochmal fertig wurde. Nein, ich möchte jetzt keine Blueberries essen für am Tag. Ich will sie ernten. Der will mich ärgern heute. Der will mich heute wieder ärgern. Nee, sie Blueberries noch fertig geworden sind, ist cool. Das ist echt... Hör auf zu fragen, ob ich sie essen will. Ich will sie nicht essen, verdammt. Ah, Mann. So, dann haben wir noch Mais. Ich mag Mais. Kann man das nicht irgendwie abstellen? Dass man nie wieder was isst. Dass er nicht mehr danach fragt. Aber ich glaube, irgendwann möchte man schon wieder was essen. In dem Spiel jetzt, meine ich. Habe ich echt nochmal nicht gefrucht? Krass. Aber ich glaube, die nehmen wir mal auf. Haben wir so viel Sub. Nee, hm? Irgendwas gehört hier nicht hin. Sonnenblumensamen, haben wir die nochmal hier vielleicht drin, dass ich da... Das doppelt? Nee. Ich bräuchte eine Kiste mehr, ne? Holzstein nur einmal... Bomben machen wir woanders hin. Die Bomben, finde ich, gehören auch ein bisschen zum Mining. Dann packen wir die dorthin, dann kannst du dorthin. Und dann haben wir es schon. Sehr schön. Und da soll man ja immer sagen, wir kriegen hier keine Lösung. Da ist Hoppel. Hallo Hoppel. Hat Hoppel ernsthaft ein Geräusch gemacht wie eine Ente? Quack, 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 ja, ja, ja. Wieder kein weißes, großes Ei. Vielen Dank, Hühner. Mann. Ich sehe auch wieder keine Entenfeder. Vielen Dank, Enten. Hoppel looks fine. Das ist schön, dass er fein aussieht. Mein Hoppel, mein süßer kleiner Hoppel. So. Jetzt habe ich vergessen, dass... Ja, was da einpacken oder da einpacken, ist, glaube ich, wurscht. Jetzt, so. Sehr schön. Es dürfte ruhig mal eine große Go-Milch sein hier. Ja, Large Milk, offene Kuh.
Wer bist du jetzt? Immer noch Baby. Ruf ehrlich Baby zu sein, bring mir Trüffel. Ich fürchte echt mal, dass man den dafür rauslassen muss, weil Trüffel gibt es ja schlecht hier drin, ne? So, dann will ich mal die Schafis kontrollieren. Ich hab Wolle. Ich hab Wolle. Nice. Nice. Da haben wir 4 Milch, das reicht. Wobei, einmal Wolle kann ich eigentlich direkt mitnehmen. Einmal brauchen wir direkt für Community Center. Cool, dass wir das direkt wieder haben. So, jetzt kann ich schon wieder direkt Kaffee hier machen. Da ist Nika verboten. Dafür kommst du da rein. Du dorthin. So, damit wir unser Haus ausbauen können, brauchen wir Hardwood. Hardwood, Hardwood, Hardwood. 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 Das heißt, wir fahren wieder ein bisschen Hardwood. Wer hätte das jetzt gedacht? Nachdem ich so 20.000 Mal Hardwood erwähnt habe. Und damit man nicht denkt, ich erwähne so 20.000 Mal, erwähne ich jetzt nochmal Hardwood. Gut, reicht dann, denke ich mal. Jip, 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 jip. Busch, steh mir nicht im Weg. Finde ich schön, dass es wirklich hier täglich Hardwood gibt. So kann man das echt gut farmen. Hätte ich ja anfangs echt Panik, dass ich hier da habe ich noch einen Deckel geschossen. Dass ich nie die Möglichkeit habe, Hardwood so extrem zu sammeln. Ich dachte echt, ich müsste es immer in die Minen rausholen. Und da findest du es ja nur mit Glück in den Kisten und Fässern. Gut, hätte auch sein können, dass es irgendwie Monster fallen lässt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht sicher. Aber dass es hier so ein verstecktes Waldabschnitt gibt, wo man es farmen kann, das ist eigentlich ganz cool. Besser als auf Glück eine Mine zu hoffen. Muss ich natürlich erstmal finden. Das war natürlich jetzt so, ne? Das muss man erst finden, klar, Internet, ne? Googeln kann sich das jeder, aber ich bin da so innerlich, ich möchte das Spiel mal selber entdecken und das, glaube ich, hat sogar Kronken in seiner Videos recht ausführlich erklärt, wie das sozusagen für manche Gamer ist und ich konnte da eigentlich nur da sitzen und nicken die ganze Zeit, weil er hatte vollkommen recht. Es gibt ja dieses Backseat-Gaming, wie er es genannt hat. Das ist durch die Kommentare oder sei es jetzt Kommentare unter Videos oder während eines Livestreams gesagt wird, wie man das Spiel zu spielen hat. Und ganz ehrlich, wenn jemand ganz halt hinter euch ist und euch erklärt, wie ihr was zu tun habt, dann wollt ihr irgendwann auch nicht mehr. Das nimmt einfach die Freude. Ich denke, das kann auch jeder verstehen. Beste Beispiel ist, ihr seid vielleicht Fußballfans und dann steht die ganze Zeit einer hinter euch. Nee, so dürfst du den Ball nicht antippeln, du musst so machen und nee, die Richtung hätte jetzt nicht schießen sollen, sondern so. Oder andere Sportarten kann man da genauso nehmen, ne? Irgendwann ist es so, ja, man muss eigentlich schon sagen, nervig, ja, dass man dann auch keine Lust mehr hat, das zu machen, weil das nimmt einen nicht den Spaß. Und ich sag mal so, ich bin eigentlich einer, der gerne in Gemeinschaft zockt, so Partyspiele, klar, gerne. Finde ich echt unterhaltsam, so Mario Party oder so Calibur bin ich ein Fan von. Und das haben wir dann auch gerne in Gruppen gespielt. Wir haben 2x2x3 nicht zocken und die haben halt dann schon sowas wie einen Kommentator gemacht, sag ich mal. Aber das war mehr so, ja, und der holt den jetzt oder ja, der macht jetzt den Move und na, so ein bisschen just for fun-mäßig. Das war ja okay. Aber manche sind ja da dann, nein, mach den Move schnell und oh, das ist wieder, wow, finde ich mir so viele, 35, die dürfen wir schaffen noch.
Slime sind auch nicht mehr so viel, das könnten wir auch schaffen, aber diese Void Spirits, das wird noch nervig. Weil da müssen wir recht viele holen. Im Verhältnis gesehen zu denen, wie oft die halt auf einer Ebene rumrennen, das sind vielleicht mal 2, 3. Ja, also so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Heißt, da musste eine Weile, ja, hier hast du den Dust Spirits mal in der Ebene jede Menge. Na, da hast du ganz schnell deine 10, 20 Stück mal zusammen durch einmal. Hier siehst du ja wieder 3 Stück. Eben da haben wir, glaube ich, auch so 3, 4 Stück. Da ist noch einer, ne? Also die Dust Spirits, die hat man schnell zusammen. Ah, da waren eigentlich noch Dings, egal. Quarz muss ich, glaube ich, nicht unbedingt einsammeln. Ich habe eigentlich noch eine Fledermaus gehört. Oh Mann, immer dieses Verlangsamungszeug, ey. Ja, bis jetzt läuft's gut. Wenn es weiter so gut läuft, dann schaffen wir jetzt bei den One echt noch genügend zu jagen. Also, das ist ja noch mehr. Geil. Das läuft gerade echt gut. Na, Fledermaus, willst du mich wieder nerven? Aber nix. Ah, wieder Frozen Geon. Da können wir dann auch wieder zum Schmied. Vielleicht haben wir wieder was zum Spenden. So, gehen wir mal runter und machen hier eine kleine Pause, würde ich sagen. Sonst überziehen wir wieder ein bisschen. Wer hat auch, glaube ich, mal krank gesagt, alles über 20 Minuten ist Luxus. Und ja, ich glaube, jetzt hatte ihr ungefähr eine Minute Luxus. Von daher reicht das fürs Erste und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls das Video euch gefallen hat, gerne kommentieren, gerne liken, gerne ein Abo dalassen. Würde mich riesig freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.